jetzt brauche ich es eben. Ah, doch, das hat schon geklappt, nur ich habe mich dann in Sicherheit bringen müssen, weil ansonsten riechen sie ja den Braten. Und jetzt kannst du ganz normal. Also ich hoffe, dass ich mich da, dass ich da jetzt infiltrieren kann. Ich werde jetzt auch ganz unauffällig da hingehen. Yeah. Lass mir nichts anmerken, dass ich da genmanipulierter Superheld bin. Gehst einfach einmal und. Genau, also ich habe ja da schon ein bisschen für Unruhe gesorgt. Das heißt, die haben jetzt bestimmt alle Hände voll zu tun. Wo ist deine Waffe? Hast du keine? Oh. Also hast du einen Schopf. Also irgendwie kann man sich scheinbar doch nicht abgewöhnen. Hast du die nicht aufheben können? Oder? Also ich glaube, das wäre auch für mich. Es wäre mehr Behinderung als was es mir helfen wird. So, und jetzt werden wir schauen. Interessante Sachen, was so die Passanten immer machen, gell? Und jetzt muss ich eben scheinbar den Commander konsumieren, weil der mehr Rechte hat. Also, als mit dann kommst du mehr komm ich weiter, ja, weil mit meinem Kleinen kann ich natürlich nicht überall hin. Aha. Und das Problem ist jetzt, da gibt es solche Virendetektoren und die können mich aufspüren. Die erkennen meine Verkleidung. Mhm. Und wenn die eben gelb ausschlagen, steht es eh, dann können sie mich eben aufspüren und wenn sie rot ausschlagen, dann haben sie mich schon aufgespürt. Gell? Das heißt, gelb ist quasi noch gelb geworden. Und ist da jetzt schon. Da wird es schon eng. Aber ich hab schon gesehen, es ist jetzt schon ein Problem. Und jetzt müssen wir eben den Kommando umzuhören, gell? Auf die Schnelle, da ist eh schon. Ja, weil sonst. Au, 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 au. Schnapp und fort. Ja, und jetzt vor allem müssen wir schnell weg. Weil sonst ist es spät. Ja, siehst du, jetzt haben wir wieder einen kleinen Flashback, allerdings vom Commander. Und somit kannst du ziemlich viele Informationen sammeln. Und was da hin musst. Siehst du es, ja. Wobei, jetzt ist das höchste Eisenbahn, das man abhaut. Und ich hoffe, dass mir das jetzt noch gelingt. Aber ich bin zuversichtlich. Ich glaube, das schaut schon gut aus. Ich glaube, da wird mir jetzt keiner mehr. Okay, vielleicht nicht ganz. Na? Bist du jetzt flott unterwegs, wenn du da so bist? Wir werden jetzt einmal uns kurz wieder auf dem Alex Mercer wechseln. Und jetzt schaut es eigentlich so aus, als ob ich meine Verfolger abgehängt hätte, gell? Kommt ganz wahr. So. Ich hoffe, die haben sie das jetzt nicht gemerkt, dass ich ihren Commander konsumiert habe. Und ich werde dann Zugriff bekommen. Oder nicht, schauen wir mal. Wie man sieht, er ist auch ein bisschen ein Rüppel. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht ganz so unauffällig. Wie du dich da begibst. So, wir werden da jetzt schauen, dass wir reinkommen. Checkpoint. Oder vielleicht. Hoppala. Auf anderen Seiten. Da hat er schon schön aufgemischt, wenn man so sieht. Ja, oder wir gehen einfach da drüber. So geht's auch. Also die Möglichkeit besteht ja immer. Wie man sieht, die vermuten da jetzt auch nichts mehr.
haben wir, glaube ich, gut hingekriegt. Geht relativ gut, ja. Und es ist vor allem auch unheimlich motivierend, sage ich mal, die ganzen Schnipsel, was man dann immer wieder kriegt. Gell? Da möchte man eigentlich schon herausfinden, wer ist Alex Mercer, gell? Ja, es ist sehr interessant. Mhm. Jetzt schauen wir mal, was da... Lassen wir dann am besten das jetzt einmal unkommentiert auf unser Publikum wirken und kommen wir dann zum Fazit. Fazit, ja, genau. Blut an den. I need to know what you know. Yes, Private, you're guarding a hole in the fucking roof. You've been briefed about what we're up against. We're not secure until these skylights are sealed, so unless you want to pull shit patrol until your mama forgets what you look like, stand your sorry ass right here until you're told to do otherwise. Now move it, sir! We should lead them to the military base. Na gut, Barney. So. Ich glaube, jetzt haben wir unserem Publikum einen sehr, sehr großen Eindruck eigentlich in das Alex Mercer-Universum gegeben. Vor allem jetzt zum Schluss haben sie noch die Intro-Sequenz begutachten können. Ich finde das ein tolles Spiel. Grafik auch. Auf jeden Fall gerenderte Sequenzen. Man kann durch die Stadt herumlaufen, man kann Wände hinauflaufen, man kann Autos hochheben, die auf Flugzeuge schmeißen. Im weiteren Verlauf des Spiels kommen noch ganz andere abgefahrene Sachen, gell? Also in dem Spiel, das ist schon, sag ich mal, einige frische Ideen hat man da gesehen. Und Sehr interessanter, muss ich sagen. Ja, obwohl das eigentlich komplett unrealistisch ist, wirkt es eigentlich jetzt für mich ziemlich glaubhaft, gell? Das ganze Spiel, sehr wie sie es kreiert haben. Aufgebaut ist und alles, das Ambiente, alles stimmt eigentlich und ja, was bleibt dann da viel zu sagen? Ich glaube, für Leute, die das Genre mögen, also Action-Adventure-mäßig, ich glaube, die Tomb Raider-Spieler werden da wenig falsch machen können, wenn ihnen das Setting eben gefällt. Und an alle anderen, ich habe gesagt, schaut euch vielleicht das Thema mal an. Jetzt habt ihr mal unser Video gesehen und ich glaube, da könnt ihr euch dann schon einen ganz guten Eindruck machen. Vielleicht lest ihr euch auch noch unseren geschriebenen Test durch dann. Und teilt uns vielleicht mit, was ihr von dem Spiel haltet, in den Kommentaren. Barney, hast du vielleicht noch ein Schlusswort am Ende? Ich kann nur sagen, empfehlenswertes Spiel. Mhm. Ich habe sie schon gespielt auch. Ja. Und schaut es euch an. Einfach stark, oder? Ja. Passt, das war es, glaube ich, von unserer Seite. Wünsche euch was. Tschüss, pfiat euch. Servus, Baba.